Aho, herzlich willkommen, ist meine neue Antwort. Cool, ne? Zu diesem Video, die letzten Wochen war ja ein bisschen funkstill, weil natürlich auch Länderspielpause war, aber ich habe gerade diese Woche allein schon geguckt und es ist sehr viel geplant. Es gibt wieder sehr viel Sport und wieder sehr viel, über was wir reden müssen. Und heute fangen wir direkt mit der Champions League an. Der Champions League Dienstag steht an und ein Spiel, was ich nicht beleuchten werde, das war Man City gegen Atletico, Endstand 1-0 für City. Das Spiel, was ich aber geguckt habe, ihr wisst das ja, ich bin großer Liverpool-Fan auch tatsächlich. Deswegen habe ich mir Benfica gegen Liverpool angeguckt. Endstand 1-3 für den FC Liverpool. Und wir beleuchten das Ganze jetzt mal. Denn Liverpool ist von Minute 1 an direkt draufgegangen, hat direkt gezeigt, wir sind hier der Favorit, wir wollen dieses Spiel hier gewinnen und ins Halbfinale gegen Bayern oder Villarreal einziehen. Und in der 11. Minute gab es dann tatsächlich die erste große Chance. Ich glaube, es war sogar so eine Doppelchance, weil ein Keita hat erst abgezogen und dann prallt der Ball ab und dann gibt es nochmal einen Schuss. Und da hat Liverpool dann schon mal angedeutet, hier Leute, wenn ihr uns hier spielen lasst, dann lebt ihr gefährlich. Und dann wird das Ganze bestraft. Denn in der 17. Minute gibt es eine Ecke für den FC Liverpool. Und nachdem Robertson sie getreten hat, steht am langen Pfosten Ibrahima Konaté, der das 1-0 markiert. Und ab da war das Spiel eigentlich in der Richtung, wo Jürgen Klopp und der FC Liverpool es haben wollen. Und sie haben dann relativ schnell auch nachgelegt, denn in der 34. Minute sollte das Ding wohl in eine kleine Vorentscheidung gehen, denn Sadio Mané macht das 0-2 für Liverpool nach einem Weltklasse-Ball von Trent Alexander-Arnold, TAA, auf Luis Diaz, ein langer Ball aus, sagen wir mal, so 30 Metern hinein in den 16er. Luis Diaz legt sich nochmal quer und spielt mit dem Kopf den Ball rüber zu Sadio Mané und der muss dann im Stile eines Klassestürmers am Ende nur noch einschieben zum 0-2 und damit sollte die Nummer eigentlich gelaufen sein, denkt man. Denn wir gehen in die zweite Halbzeit und jetzt passiert das, was meistens eigentlich in so Spielen passiert, wenn du 2-0 hinten liegst. Du startest nochmal eine Offensive und zeigst dem Gegner nochmal, Leute, wir sind noch da und wir sind ja noch nicht abgeschrieben. Und wenn du dann ein frühes Tor erzielst, dann ist sogar noch alles drin. So geschehen dann in Minute 49. Darwin Núñez macht das 1-2. Es ist eine Flanke von rechts und ich glaube, Konaté war sogar noch, der ein wenig am Ball vorbeispringt. Zumindest hätte er den Ball klären können, wenn er sich da ein wenig geschickter angestellt hätte. Und Benfica machte dann weiter. Benfica hatte in der 60. Minute die Riesenchance aufs 2-2. Alisson pariert da dann einfach Weltklasse. Man muss einfach sagen, Liverpool hat das tatsächlich so gemacht, wie im Stil einer Spitzenmannschaft. In der 82. Minute hatte dann Jogo Jota nochmal den ersten Torschuss in Hälfte 2, also die erste nennenswerte Möglichkeit. Und ich hatte lange überlegt, wie nennst du dieses Video denn? Oder kommt Benfica nochmal ran? Und plötzlich gibt es eine Einzelaktion, ein Ball in die Tiefe und Luis Diaz umkurvt dann Flochodimos und es steht 1-3 und macht damit die Tür zu und das Tor zum Halbfinale gegen Bayern oder Villarreal ganz weit auf. Und als wäre dem nicht genug, 90+6, also eigentlich gab es nur 3 Minuten Nachspielzeit, aber irgendwie lief das dann bis zur 97. noch weiter, gab es sogar nochmal die Chance aufs 1-4. Und ich möchte jetzt mal kurz die Amazon-Kommentatoren
hier zitieren. Die haben nämlich gesagt, Liverpool hat das im Stil einer Spitzenmannschaft gemacht, nämlich in der ersten Halbzeit ihr Tempo runtergespielt, das gespielt, was sie können und was sie auch wollen, gleich direkt hier von Anfang an draufgehen und zeigen, wir sind hier der Favorit, wir wollen hier dieses Spiel gewinnen und an uns, da braucht ihr dann schon eine 2000-prozentige Leistungssteigerung. Und in Hälfte 2, nachdem man dann halt schon 2-0 führte, hat man sich ein bisschen zurückfallen lassen, hat Benfica machen lassen und wollte denen mal so ein bisschen den Ball geben. Das wurde ja dann natürlich direkt bestraft zu Beginn der zweiten Halbzeit. Und ja, vielleicht hat man auch so ein bisschen die Kontrolle verloren, denn die Chancen von Benfica waren jetzt tatsächlich auch nicht ohne. Und wenn du da nicht einen Alisson Becker hinten drin stehen hast, dann steht es dann auch schnell 2-2. Trotzdem hat Liverpool am Ende nichts anbrennen lassen, denn wie sich das dann für eine Spitzenmannschaft, der natürlich auch gehört, genügt am Ende ein einziger Konter, der die komplette gegnerische Mannschaft aushebelt und dass es dann am Ende 1-3 steht. Somit kann man eigentlich davon ausgehen, dass Liverpool das hier nach Hause schaukelt und ins Halbfinale einziehen wird. Gegner wie wird dort sein, wie ich jetzt schon zweimal gesagt habe, entweder Bayern München oder Villarreal. Und ja, nächste Woche im Anfield werden wir dann mal sehen, was Benfica noch entgegenzusetzen hat. Benfica war ja wirklich nicht schlecht. Und es war wirklich ein Offensivfeuerwerk. Es hat auch wirklich Spaß gemacht, dieses Spiel zu gucken. Aber am Ende ist es halt so ausgegangen, wie zu erwarten war. So, das dazu. Tatsächlich werden wir am Wochenende nochmal von Liverpool hören, denn Premier League. Die beiden Tabellenführer City und Liverpool trennt nur einen Punkt. Ich glaube, ich bin mir gerade nicht sicher, hat Liverpool noch ein Spiel weniger? Egal. Auf jeden Fall treffen die beiden am Sonntag aufeinander. Das heißt, wir werden uns Sonntag nach meinem Schichtende dann hören und über dieses Spiel sprechen, denn es ist so eine Art kleine Vorentscheidung im Meisterschaftsrennen. Ansonsten gibt es noch ganz viele andere Videos, die diese Woche kommen. Morgen gibt es nochmal Champions League Mittwoch. Donnerstag gibt es dann Europa League. Entweder ein oder zwei Videos. Das werden wir dann gucken. Und dann werden wir Samstag natürlich über das Stadtderby sprechen. Hertha gegen Union. Und Sonntag gibt es die Talentschmiede mit Farida Alidou und natürlich auch Formel 1 in Australien. So, das jetzt dazu, das an dieser Stelle. Und wir hören uns dann morgen zum Champions League Mittwoch. Tatsächlich werde ich dort mal beide Spiele reinnehmen. Ich habe ja Achtelfinale Bayern nicht beleuchtet, weil mir das Spiel einfach zu schwach vorkam und der Favorit dort klar war, aber ich wollte jetzt Bayern nicht schon wieder hintergehen, weil wir leben ja hier in Deutschland, Bayern ist eine deutsche Mannschaft. Deswegen werde ich sie dann morgen tatsächlich auch mal kurz mit reinnehmen und ein wenig beleuchten. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht und wir hören uns bei den nächsten Videos. Bis dahin, habt euch wohl und tschüss.